Der Propagandaminister des Dritten Reiches, Josef Goebbels, pflegte eine ganz besondere Hassliebe zum Hollywood-Kino. Felix Miller beschreibt dies treffend als eine Mischung aus Neid und Bewunderung. Zu Alfred Hitchcocks Film Der Auslandskorrespondent aus dem Jahr 1940 hat Goebbels notiert, Zitat, ein Machwerk erster Klasse, sozusagen als kriminalistischer Aufreißer aufgemacht, der sicherlich im breiten Publikum der Feindesländer einen gewissen Eindruck machen wird. Zitat Ende. Gleichzeitig aber spricht er auch von, Zitat, der verjudeten und primitiven US-Kultur, die es aber eben versteht, trotz, Zitat, verhältnismäßig geringen Kulturverrat durch modernisierte Darstellung etwas auch für die augenblickliche Zeit Brauchbares zu schaffen, Zitat Ende. Und so heißt es zu Capras Film Mr. Deeds geht in die Stadt aus dem Jahr 36, Zitat, eine ganz große amerikanische Klasse mit Cooper. Großartig gemacht, wunderbare Tendenz, vorzüglich gespielt, ich bin begeistert. Zitat Ende. Ja, Josef Goebbels, kann man sagen, war ein Filmfanatiker. Vielleicht nur noch übertroffen von Adolf Hitler persönlich, der sich jeden Abend vor dem Zubettgehen einen Film vorführte. Der Historiker Ben Urwand schreibt, Zitat, er selbst wählte den Titel vor einer Liste aus, die ihm beim Abendessen überreicht wurde und führte seine Gäste dann in sein Privatkino in der Reichskanzlei. Zitat Ende. Diese Faszination ist bekannt und die Wichtigkeit des Films für die Propaganda im Dritten Reich selbstverständlich auch. Die Geschichte des Nationalsozialismus ist also auch immer eine Geschichte des Films im Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite des Atlantiks steht dagegen der Anti-Hitler-Film aus Amerika. Man denke nur an den großen Klassiker Casablanca aus dem Jahr 42. Unser Held Rick, natürlich gespielt von niemandem geringeren als Humphrey Bogart, opfert ja nicht nur einfach so die Liebe seines Lebens. Er opfert sie, weil er die Verantwortung erkennt, die der Amerikaner im unlängst begonnenen Weltkrieg endlich übernehmen muss. Er stellt das kollektive Schicksal über die eigene Befindlichkeit. Doch Hollywood ging erst viel zu spät auf Konfrontationskurs mit Nazi-Deutschland. Wir müssen sogar vom krassen Gegenteil sprechen. Denn ist man einmal genau, so muss man feststellen, dass der allererste faschistische Film nicht in Deutschland gedreht wurde, sondern in Hollywood. Die Rede ist von dem Film Gabriel Over the White House aus dem Jahr 1933. Regie führte Gregory LaCava. Im deutschen Verleih trägt der Film den Titel Zwischen gestern und morgen. Dieser Film im Speziellen und die Produktionshintergründe im Allgemeinen der 30er Jahre zeigen, dass die Geschichte des Nationalsozialismus eben nicht nur eine Geschichte des Films im Nationalsozialismus ist, es ist auch eine düstere Geschichte Hollywoods und damit der Vereinigten Staaten von Amerika. Und damit willkommen zur zweiten Produktion. William Fox, Louis B. Mayer, Adolf Zukor, Harry Cohn, Karl Lemmle und Jack und Harry Warner. Sie alle hatten nicht nur gemeinsam, dass sie die großen Studios Hollywoods wie Fox, MGM, Paramount, Columbia Pictures und Universal Pictures leiteten, sie hatten auch alle gemein, dass sie jüdische Immigranten osteuropäischer Herkunft waren. Warum also machten diese Männer in den 30er Jahren allesamt Geschäfte mit dem antisemitischsten Regime aller Zeiten? Wieso verkauften sie ausgerechnet nach der sogenannten Machtergreifung Hitlers mehr Filme nach Deutschland als im letzten Jahr der Weimarer Republik? Diese Fragen stellten sich bereits zeitgenössische amerikanische Filmzeitschriften. Variety hat eine Antwort parat. Das Magazin schreibt am 9. Mai 1933, Zitat, dass es sich amerikanische Filme nicht leisten können, den deutschen Markt zu solchen Zeiten zu verlieren, egal mit welchen Unabhängigkeiten das auch verbunden sein mag. Das gleiche Magazin berichtet, Zitat, amerikanische Filmunternehmen haben nach wie vor Angst, bei der deutschen Regierung anzuecken, ziehen es vor, ihre Geschäfte dort ungeachtet der gegenwärtigen Bedingungen fortzuführen. Zitat. Diese Angst führt der Historiker Ben Urwand in seinem herausragenden Buch Der Pakt, Hitlers Geschäfte mit Hollywood, auf den deutschen Paragraphen 15 der Kontingentverordnung aus dem Jahr 32 zurück. Dort heißt es, Zitat, die Erteilung von Bescheinigungen kann für Bildstreifen verweigert werden, deren Hersteller trotz Vorwarnung durch die zuständigen deutschen Stellen Bildstreifen in die Welt weiter vertreiben, die eine dem deutschen Ansehen abträgliche Tendenz
oder Wirkung haben. Zitat Ende. Im Grunde also besagt der Paragraph, dass ein antideutscher Film keine Importgenehmigung erhalten kann. Doch genau dieser Paragraph sollte, so hat es Urwand nachgewiesen, sich als eine sehr effektive Art erweisen, die amerikanische Filmindustrie zu reglementieren. Denn der deutsche Konsul in Amerika, Georg Giesling, nutzte den Paragraphen, um nicht nur das Importverbot für einen Film anzudrohen, sondern für den generellen Import nach Nazi-Deutschland und das Beschäftigungsende der Angestellten in Deutschland. Dieser Einfluss ging sogar so weit, dass der Film The Mad Dog of Europe, geschrieben von Hermann J. Mankiewicz, ganz nebenbei gesagt Autor von Citizen Kane, überhaupt nicht erst realisiert wurde. Und hier folgt der große Auftritt von Louis B. Mayer. Dieser teilte dem Produzenten L. Rosen mit, dass es keinen Film wie Mad Dog of Europe geben werde, weil, Zitat, wir Interessen in Deutschland haben, Zitat Ende. Und weiter, Zitat, ich repräsentiere die Filmindustrie hier in Hollywood, wir stehen dort im Austausch, wir haben fantastische Einkünfte aus Deutschland und wenn es nach mir geht, wird dieser Film nie gemacht werden, Zitat Ende. Privat also war es den Studiobossen gelegen, Geld mit und in Nazi-Deutschland zu verdienen. Nach außen hin konnten sie sich auf ein hehres Ziel berufen. Sie suchten nämlich, eine antisemitische Reaktion in den USA zu verhindern, denn diese sahen sie in der Geschichte, um The Mad Dog of Europe zu erkennen. Urwand dazu, Zitat, indem sie zustimmten, den Film nicht zu drehen, legten die Studioleiter nicht nur die Grenzen dafür fest, was sie über Nazis sagen konnten, sondern auch dafür, was sie über Juden sagen konnten. Zitat Ende. In den Folgejahren, so stellt Urwand abschließend fest, waren Hollywood-Filme von einer ausgeprägten doppelten Absenz geprägt, der von Nazis und der von Juden. Doch neben dieser Produktionsstudie, die hier im Detail nicht vollständig wiedergegeben werden kann und viel spannender ist in der Darstellung von Urwand, ist aber aus einer filmgeschichtlichen Perspektive noch einmal interessanter, und zwar, wenn wir den Blick wenden auf den Film Gabriel Over the White House. Es handelt sich um einen Film, der zentrale ideologische Fixpunkte Adolf Hitlers in Bild und Ton umsetzt und dabei den obersten Propagandaleitsatz Joseph Goebbels befolgt. Dieser lautet, Zitat, das Wesen jeder Propaganda besteht darin, Menschen für eine Idee zu gewinnen, so innerlich, so lebendig, dass sie am Ende ihr Verfallen sind und nicht mehr davon loskommen. Zitat Ende. Erwin Leiser schreibt dazu in seinem Buch über das NS-Kino, Zitat, Goebbels wusste, dass die direkte politische Propaganda in allzu starken Dosen ihr Ziel nicht erreichen würde und ließ sein Gift unmerklich wirken. Sein Programm, das Leben selbst müsse Inhalt der Filme werden. Zitat Ende. Um was also geht es in Gabriel Over the White House aus dem Jahre 1933 und wieso wird dort das Leben zum Inhalt? Im Zentrum der Handlung steht ein neu gewählter Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Judson Hammond. Dieser ist nicht nur Junggeselle, sondern auch ein zum Zynismus neigender Politikpragmatiker. Er versteht sich nicht als eine besondere Führungspersönlichkeit, sondern als ein lediglich etwas größeres Rad im politischen Getriebe seiner Partei. Gleich zu Beginn gibt es einen sehr interessanten Dialog mit dem Vizepräsidenten. Da sagt Hammond, Zitat, wenn ich an all die Versprechen denke, die ich der Bevölkerung gemacht habe, um gewählt zu werden. Daraufhin dann der Vize, sie mussten einige Versprechen machen, bis sie merken, dass sie nicht halten werden, ist ihre Amtszeit vorbei. Wenn dies nicht genug antiparlamentarisches Gerede wäre, kommt noch ein weiterer Dialog dazu. Der Präsident nämlich sagt, oh, und danke für die unerwarteten Stimmen aus Alabama. Und ein Kongressabgeordneter, der sich ebenfalls im Raum auffindet, ruft lachend, warten Sie, bis Sie die Rechnung erhalten. Was hier geschildert wird, ist unmissverständlich. Der politische Betrieb der Demokratie ist korrupt, zynisch, nicht daran interessiert, vor Progress einzutreten, sondern ganz und gar mit sich selbst beschäftigt. Dies wird in einer weiteren Szene unterstrichen, die Sergei Eisensteins Montagetheorie alle Ehren macht. Auf der Bildebene sehen wir den Präsidenten, wie er mit seinem Neffen im Oval Office spielt. Auf der Tonebene aber läuft das Radio und der Anführer einer Bewegung mit dem Namen Army of the Unemployed spricht über die gravierenden Folgen der großen Depression. Doch statt dem Arbeiter zuzuhören, ist der Präsident nicht nur geistig abwesend, nein, er hat nur Augen und Ohren für seinen Neffen.
Der kontrapunktische Toneinsatz hier, also die Divergenz zwischen der visuellen und audiovisuellen Ebene, ermöglicht das dritte, das dialektische Bild, das geistige Bild im Kopf des Zuschauers. Das heißt, nicht nur die Kongressabgeordneten, sondern auch beim Präsidenten der Vereinigten Staaten handelt es sich, Zitat, um ebenso beschränkte wie eingebildete und aufgeblasene Dilettanten geistige Halbwelt übelster Sorte. Zitat Ende. Und dieses stammt von Adolf Hitler aus Mein Kampf, Seite 291. Hitlers ausgewiesener Antiparlamentarismus und Anti-Intellektualismus wird in diesem Film in einer Person vereint, die mit der Sekretärin flirtet, sich Späße mit seinem Kabinett erlaubt und so schnell Auto fährt, dass er natürlich verunglücken muss. Und dann vollzieht sich der grundlegende Wandel im Film. Der Präsident nämlich liegt 2 Wochen im Koma, bis er auf eine sonderbare Art und Weise wieder erwacht. Doch Hammond ist nun nicht mehr derselbe. Seine Sekretärin ist regelrecht schockiert, weil sie glaubt, dass der Erzengel Gabriel im Raum erschienen ist und Hammond die göttliche Botschaft unterbreitet hat. Diese göttliche Botschaft aber ist in diesem Fall purer Fanatismus. Und er ist vom Geniekult getrieben, nämlich der, dass Hammond nun der Auserwählte ist, der nun mit harter Hand regieren muss, um der Bevölkerung nicht nur zu ihrem Ausdruck, sondern auch zu ihrem Recht zu verhelfen. Auch hier ähnelt er Adolf Hitler, zumindest so, wie dieser sich in seiner eigenen Biografie als das Genie stilisiert. Zunächst also entlässt Hammond alle Mitglieder seiner Regierung, die nicht mit ihm konform gehen. Dann versucht er, einen Plan zur Beendigung der Arbeitslosenkrise auf den Weg zu bringen, der nach jener Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme klingt, die Adolf Hitler 1933 mitsamt einer Investition von 5 Milliarden Reichsmark in Auftrag gab. Doch Hammond geht an dieser Stelle direkt einen Schritt weiter, weil er mitsamt der Reform einen Notstand ausrufen will, der ihm übergeordnete Rechte, Befugnisse und Verantwortung einräumt. Dann kommt es im Kongress zu einem Disput. Die Abgeordneten, die gegen den Präsidenten eigentlich ein Amtsenthebungsverfahren einleiten wollten, weil er ja alle seine Minister entlassen hat, wehren sich und rufen, Zitat, Mr. President, das ist Diktatur. Die USA sind eine Demokratie, noch sind wir nicht bereit, die Regierung unserer Vorväter aufzugeben. Zitat Ende. Dann aber setzt Hammond zum Gegenschlag aus. Er sagt, Zitat, ich glaube an die Demokratie, so wie Washington, Jefferson und Lincoln an die Demokratie geglaubt haben. Und wenn das, was ich im Namen des Volkes vorhabe, mich zum Diktator macht, dann ist es eine Diktatur, die auf Jeffersons Definition von Demokratie beruht, eine Regierung für das größtmögliche Glück der größten Zahl. Zitat Ende. Am Ende also wird er Amerika unter das Kriegsrecht stellen, die Demokratie abschaffen. Und der Film liefert dazu bejahende Bilder. Gabriel Over the White House zeigt dann, wie Hammond die Arbeitslosen vereint, ihnen Arbeit verschafft. Er kreiert einen gemeinsamen Feind, und zwar natürlich die in den 30er Jahren beliebte Hollywood-Figur des Gangsters. Und diesen Gangster lässt er eliminieren. Und das ist tatsächlich wortwörtlich gemeint. Die festgenommenen Gangster werden vor ein Gericht gestellt und dann erschossen, denn sie stehen für den Zynismus und die Korruption innerhalb der demokratischen Institutionen. Auch hier erinnert einiges an eine Passage aus Mein Kampf. Dort heißt es auf Seite 353, Zitat, überhaupt besteht die Kunst aller wahrhaft großen Volksführer zu allen Zeiten mit in erster Linie darin, die Aufmerksamkeit eines Volkes nicht zu zersplittern, sondern immer auf einen einzigen Gegner zu konzentrieren. Dieser Gegner ist nun natürlich nicht der Jude, sondern der Gangster als Stellvertreter. Und der Gangster, so entwirft der Film die passenden Bilder, hat es auch einfach verdient zu sterben. Gerade in der Figur des Gangsters, der Anschläge verübt und hinterhältig besticht, wird klar, dass dieser Film eben keine versteckte Satire ist. Denn in dieser im Grunde alles entscheidenden Figur befindet sich kein Bruch, kein Riss, der es ermöglicht, eine Umkodierung des Gesehenen vorzunehmen. Der Gangster wird entmenschlicht und dann hingerichtet. Kein Mitleid, kein Hinterfragen, nichts. Am Ende wird der Präsident den Weltfrieden ausrufen, indem er alle großen Industriestaaten dazu aufruft, ihr Militär zu zerstören und die Weltordnung unter die Aufsicht der Vereinigten Staaten von Amerika zu stellen. Auch hier wird es wieder die Rede sein, mit der er die Vertreter der Länder auf seine Seite ziehen kann. Generell ist Hammond immer ein Redner. Auch hier scheint ein Zitat Adolf Hitlers auf unheimliche Art und Weise perfekt zu passen. Zitat, die Macht aber, die die großen historischen Lawinen religiöser und politischer Art ins Rollen brachten, war seit urewig nur die Zauberkraft des gesprochenen Wortes. Zitat Ende.
Am Ende des Films, um den Mythos des Führers, der vom Himmel gesendet wurde, zu perfektionieren, wird Hammond nach der Unterzeichnung dieses globalen Friedensvertrages in sich zusammensacken. Der Erzengel Gabriel scheint seinen Körper wieder zu verlassen. Hammond stirbt. Die göttliche Vorhersehung, die besagt, dass ein Genie, ein Führer, die Weltgeschicke verbessern wird, ist also abgeschlossen. Es ist die gleiche mythisch aufgeladene Geschichte, die auch Adolf Hitler um seine Person zu stricken wusste. Ben Urwand schreibt dazu, Zitat, vorläufig versprach Hitler dem deutschen Volk, er würde dessen Probleme lösen und Gabriel over the White House bekräftigt alles, was er sagte. Der Film macht dieselben Versprechungen wie Hitler zur selben Zeit und erfüllte damit eine ganz spezifische Funktion. Er diente als Propaganda für das neue Nazi-Regime. Zitat Ende. Doch dies ist nur der Anfang. Denn was Goebbels für den deutschen Film immer wollte, bedient Gabriel over the White House. Zitat, das Wesen jeder Propaganda besteht darin, Menschen für eine Idee zu gewinnen, so innerlich, so lebendig, dass sie am Ende ihrer verfallen sind und nicht mehr davon loskommen. Und weiter, mit dem Augenblick, da eine Propaganda bewusst wird, ist sie unwirksam. Mit dem Augenblick aber, in dem sie als Propaganda, als Tendenz, als Charakter, als Haltung im Hintergrund bleibt und nur durch Haltung, durch Ablauf, durch Vorgänge, durch Kontrastierung von Menschen in Erscheinung trifft, wird sie in jeder Hinsicht wirksam. Zitat Ende. Auch wenn man versucht, aus Gabriel over the White House eine Satire zu machen, so ist es dann immer noch eine faschistische Satire, die sich nämlich über Demokratie und Parlamentarismus lustig macht und zugleich so erzkonservativ ist, wenn sie eine transzendentale Erzengel-Metapher benutzt, die eigentlich nur von David War Griffith hätte besser gemacht werden können. So bleibt ein seltsam bis verstörend affirmativer Film über die Vorzüge einer faschistoiden Diktatur, produziert in Hollywood und um das Jahr 1933. Ohne Widersprüche, ohne interpretative Lücken, die es uns ermöglichen würden, sie mit einer gegenseitigen Deutung zu erfüllen. Hollywood, welches so bedacht ist, an dem Status quo festzuhalten und dafür gar bereit war, mit Hitler weiter Geschäfte zu machen, ruft hier direkt zur Veränderung des politischen Systems auf. Nur welche Veränderung ist das eigentlich? Es ist bezeichnend, dass Wikipedia diesen Film als Fantasy-Komödie deklariert. Wenn das nämlich stimmt, leben wir aktuell auch in einer Fantasy-Komödie. Dies sind die Grenzen dessen, was ich vermag. Der Rest gehört Ihnen.